Was tun wir konkret, um den CO2-Footprint auch für unsere Kunden zu reduzieren? Wir verfolgen zwei Lösungsansätze im Thermoform. Dort haben wir das Ausgangsmaterial, das ist eine extrudierte Platte, mit einem 50-prozentigen DSD-Anteil. DSD heißt Duales System Deutschland, also das, was im gelben Sack oder in der gelben Tonne landet, recycelt, anteilig der Platte beigemischt und daraus eine Thermoformanlage hergestellt. Das ist ein absolutes Signal, aus diesem Abfall, der im Consumer-Bereich besteht, ein hochwertiges Produkt zu machen. Im Spritzguss machen wir das genauso. Da geht es um Regenerate, hochwertige Regenerate, aus denen wir sehr präzise, automatisationsgerechte Behälter machen, die es bisher eigentlich nur erneuerbare gibt. Wir müssen dabei Toleranz, Verzugsthematiken und sonstige Qualitätsparameter berücksichtigen, aber wir haben das Regenerat so weit qualifiziert, dass es klappt. Und wir sprechen über Reduzierungsquoten von 50% und mehr. Und das geht direkt in die Ökobilanz der Kunden ein. Wir sind total stolz bei SSC Schäfer. Wir haben schon immer Mehrwegbehälter gefertigt. Wir haben nie in Einweglösungen gedacht. Die Mehrwegbehälter von SSC Schäfer zeichnen sich aus durch ihre lange Haltbarkeit, was natürlich einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Nachhaltigkeit hat. Unsere Kunden nutzen volumenreduzierbare Behälter, Faltklappbehälter. Und diese können wir auch aus Recyclingmaterial herstellen, was nochmal zusätzlich CO2 reduziert. Unsere Kunden haben unsere Behälter über 10 bis 20 und länger Jahre im Einsatz. So, Christine, dann zeig doch mal bitte, was ihr so im Automation-Bereich anzubieten. Ja, sehr gerne, Thomas. Die ELW-Serie ist für den Light-Bereich, die LTF-Serie ist für den Medium-Bereich und die LTB-Serie ist für den Heavy-Bereich und zeichnet sich zum Beispiel besonders aus durch sehr stabile, breite Eckholme, durch einen sehr stabilen, verrippten Boden, perfekt für Fördertechnik, durch einen doppelten Oberrand, wir haben Unterteilungssysteme, wir haben VDS-Wasserablauflöcher und auch FM-Global-Wasserablauflöcher. Thomas, kannst du uns was erzählen aus dem Bereich Konstruktivverpackung? Ja klar, kann ich gerne machen. Also wir machen bauteilangepasste Werkstückträger, einmal aus Spritzguss, kann man hier sehen, wenn wir die Rippen einspritzen, sind die auf das Kundenbauteil exakt abgestimmt, dass man das im automatisierten Zustand entweder einlegen kann oder entnehmen kann. Wir können es aber auch in thermobeformten Lösungen machen. Das ist immer ein bisschen im Anwendungsfall, wie groß sind die Stückzahlen, wie passgenau muss das Ganze sein und können eigentlich dann immer für den Kunden die optimierte Lösung erarbeiten. Smart bedeutet für uns, dass wir unsere Behälterlösungen mit einer gewissen Intelligenz ausstatten. Das ist unter anderem möglich über das Auflesern von QR-Codes, mit denen wir unsere Behälter ganz einfach sprechend machen. Hinter dem QR-Code kann sich eine Vielzahl von Informationen oder Funktionen verbergen. Wir können beispielsweise über das Upscannen eine Information geben über den Leergutstatus des Containers oder aber eine automatische Nachbestellfunktion ermöglichen. Oder wie zum Beispiel im Bereich der Gefahrgutcontainer eine gewisse Sicherheits- oder Handling-Anweisung geben. Neben der QR-Code-Technologie können wir mit unserem Digilog eine digitale Zugangskontrolle für Behälter zur Verfügung stellen. So können wir beispielsweise über die NFC-Technologie via Tag oder via Smartphone den Behälter öffnen. Neben der digitalen Öffnungsfunktion der reinen Zugangskontrolle erlaubt uns diese Schlossfunktion, bestimmte Daten aufzunehmen und zu verwalten bzw. daraus Schlüsse zu ziehen. Beispielsweise eine Analyse von Nutzungsspitzen, wann wer das Schloss geöffnet hat, in welcher Häufigkeit er das Schloss geöffnet hat und dadurch Analysen tätigen, die uns zum Beispiel Informationen geben über Zeiträume, in denen Öffnungen häufiger stattfinden, Zeiträume, in denen Öffnungen weniger häufig stattfinden.
Wir haben während der ganzen Messe großen Anklang bei den Besuchern gefunden, die sich sehr, sehr gerne mit dem Thema Smart auseinandergesetzt haben. Wir haben auch viele Impulse von Kunden bekommen, die zukünftige Use Cases darstellen könnten. Generell ist es auf der Messe so, und das haben wir in den Gesprächen herausbekommen, dass das Thema Smart sehr, sehr fokussiert präsent ist dieses Jahr auf der Messe. Und wir freuen uns, in dem Thema weiter voranzugehen und unsere Kunden in Zukunft weiter zu unterstützen, um Prozesse zu optimieren und die intralogistische Wertschöpfung weiter zu optimieren. Wir sind jetzt Mitte dritter Messetag, können schon ein kleines Resümee ziehen. Ich glaube, alle sind froh, dass man sich mal wieder face-to-face trifft. Das ist, glaube ich, eines der wesentlichen Erfolgsparameter. Wir haben mit unserem Messemotti automatisiert, smart und nachhaltig, glaube ich, den Nerv der Branche getroffen. Wir haben sehr viele interessante Gespräche geführt und sind wirklich happy, dass wir wieder hier sein durften, und freuen uns aufs Nachmessegeschäft.